Wir sehen doch alle auf Social Media das Schönste vom Schönsten. Influencer, die von zu Hause aus arbeiten können und dafür einfach nur ein Bild schießen oder Video drehen müssen. Influencer, die im Urlaub sind und von dort aus arbeiten. Hier ein schönes Strandfoto, da noch ein Foto. Und fertig ist mein Content für heute. Morgen überlege ich dann nochmal, was ich so für Content-Ideen habe für die zukünftigen Beiträge. Nehmen wir mal als Beispiel YouTube. Der Algorithmus auf YouTube belohnt seine Creator, wenn die Videos häufig geklickt worden sind, lange, wenn man lange dran geblieben ist, viele Likes, viele Kommis, sagen wir einfach klipp und klar eine hohe Engagement Rate. Wenn es vielleicht dann in deinem Privatleben zu besonderen Situationen kommt, wo du vielleicht 2, 3 Wochen nichts hochladen kannst, dann passiert Folgendes. Der Algorithmus hat dich rausgekickt. Was bedeutet es, wenn man 2 oder 3 Wochen inaktiv auf YouTube war? Dass du erstmal schön die nächsten 2 Monate damit investieren kannst, kontinuierlich YouTube-Videos zu drehen. Egal wie gut sie eigentlich auch sind, du wirst auf jeden Fall eine Veränderung merken auf deinem Kanal. Die Klickzahlen werden deutlich runtergehen. Also bedeutet das einfach in den nächsten 2, 3 Monaten auf jeden Fall ganz viel Fleiß, damit der Algorithmus dich wieder höher rankt. Damals hat YouTube diese Änderungen vorgenommen, damit Creator beibehalten werden können. Wie ihr wisst, lebt ja auch YouTube von den Werbungen, die ihr immer eingeblendet seht. Es läuft nämlich so ab, dass der Creator 60% bekommt und YouTube 40%. YouTube hat auf jeden Fall großes Interesse daran, ihre Creator beizubehalten. Es ist quasi dann eine Strafe, wenn du 2, 3 Wochen nichts hochgeladen hast, dann erwartet dich auf einmal der Schlag. Infolge der Änderungen auf YouTube passiert Folgendes: Um auf YouTube als Creator überleben zu können, fangen die Creator an, in Massen Videos zu produzieren, um auf der Plattform quasi überleben zu können. Leute, auch auf anderen Social-Media-Plattformen läuft es gar nicht so viel anders, bei Instagram, TikTok und Co. Oder was auch demnächst dazu kommen wird. Wir haben auf meinem Kanal bisher immer nur darüber geredet, was für einen Einfluss Influencer auf ihre Zuschauer haben, nehmen. Diesmal drehen wir das Ganze aber um und beschäftigen uns damit, was für einen Einfluss haben die Zuschauer und jegliche Social-Media-Plattform auf Influencer. Dabei spielt es wirklich keine Rolle, ob du 100.000 Abonnenten hast oder 1 Million Abonnenten. Was passiert, wenn der Algorithmus dich plötzlich nicht mehr mag und du quasi von der Plattform ausgebrannt wirst? Damit ihr gleich das Folgende, was ich sagen werde, besser verstehen könnt, will ich euch erstmal ein Beispiel geben. Als Arbeitnehmer ist es so, dass man eine klare Grenze zwischen beruflich und privat trennen kann. Du gehst als Arbeitnehmer einfach deine 8 bis 9 Stunden arbeiten, kommt natürlich auf deinen Vertrag an, wie viele Stunden du da aufgelistet hast, gehst da arbeiten, kommst nach Hause, kannst dich entspannen, kannst in der Regel abschalten und dann gehst du am nächsten Morgen wieder arbeiten. Kommt natürlich darauf an, welche Schicht du hast, ob du Spätschicht oder Frühschicht oder die Mittelschicht hast. Doch was genau passiert, wenn dein Privatleben zum Business wird und Menschen im Internet mehr von dir und deiner Person sehen wollen und alles, was so in deinem Leben so drumherum passiert? Im ersten Moment denken wir doch alle, geil, du hast den Jackpot, du kannst von zu Hause aus arbeiten, ganz entspannt arbeiten, hast keinen Chef, der dir dies und das sagen muss. Vor allem der größte Vorteil ist ja, dass du von überall aus arbeiten kannst. Und was machen Influencer schon großartig, außer nur Produkte in die Kamera halten? Ich denke ehrlich gesagt auch, dass Influencer, das Influencer-Sein in unserer Gesellschaft nicht als Job angesehen wird. Weshalb viele das Ganze natürlich auch belächeln. Hinzu kommt auch noch, es könnte vielleicht auch ein paar Influencer geben, die das selbst nicht so wirklich als Job ansehen, weil sie eben ihr Hobby zum Beruf quasi gemacht hat. Das ist jetzt nichts Erlerntes natürlich, aber ihr versteht, was ich meine. Und hier kommt der wichtige Teil, Leute. Ich denke, dass viele Influencer wissen, und das ist egal, auf welcher Plattform sie sich befinden und Content produzieren, irgendwann der Ruhm verblassen wird. Und das passiert schneller, als man denkt. Nicht nur, dass der Ruhm verblassen wird, es gibt auch Influencer, die mit dem Ruhm nicht wirklich umgehen können. Oder auch nicht mit dem Druck umgehen können, ständig neuen Content zu produzieren. Es ist ja so, gerade die Influencer, die auf Instagram ganz viel sind, die müssen ihr Leben halt irgendwie lebhaft vermarkten,
damit Leute weiterhin dranbleiben wollen und das und sich das reinziehen wollen. Ständig irgendwelche neue entertainende Stories erzählen. Da fällt mir jetzt gerade eine ganz bestimmte YouTuberin, S.D. Klar kommt dann eventuell als Zuschauer die Frage auf, okay, wie viel von den erzählten Stories ist jetzt wirklich echt? Ich meine, wenn so viele Stories einem widerfahren. Oder das andere Beispiel ist, kennt ihr die Ace Family? Ist eine Familie aus den Vereinigten Staaten, die ihre Kinder wirklich schon extrem vermarkten im Internet. Jedenfalls gab es bei denen damals einen Hauseinbruch. Ich erinnere mich noch, dass sie damals extra vor einem kaputten Fenster oder vor einer kaputten Tür, was auch immer, aus Glas gestanden haben. Also Scherben lagen überall auf dem Boden und die Eltern posierten mit ihren traurigen Kids. Ich glaube, da war erstmal nur die eine Elle oder so. Mit ihrem traurigen Kind posierten sie und ich habe mich einfach nur gefragt, okay, wer hat dem Kind gesagt, dass es jetzt traurig schauen soll? Waren es die Eltern? Es ist quasi, als Influencer denkst du jede Sekunde darüber nach, wie du etwas Interessantes aus deinem Leben erzählen kannst. Und ich denke, dass das damals auch in dem Fall von The Ace Family war, weshalb denn auch bei dem Hauseinbruch Fakeness vorgeworfen worden ist. Oder etwas, was auch kürzlich erst passiert ist, wo eine Mutter ihrem Sohn sagte, der Sohn hat sich wirklich traurig gefühlt. Ich glaube, weil der Hund eingeschläfert werden musste. Und die Mutter waren die Gefühle ihres Sohnes sowas von scheißegal und sagte einfach nur, guck in die Kamera, guck in die Kamera, guck traurig, guck traurig, guck traurig. So, if you could pray for us, we appreciate it. I love you guys, bye. Come here, come closer for the video, come closer. Come closer! Put your head right here. Come closer. Closer, down, put your head down here. No, Mom, I'm actually seriously crying. No, I know, but go like this for the video. Mir ist dabei einfach nur aufgefallen, du versuchst dabei wirklich alles, was irgendwie verwertbar ist aus deinem Leben, auf irgendeine Weise zu vermarkten. Manchmal auch ohne Rücksicht auf Verluste, aber das ist ein anderes Thema. Gerade für Daily Vlogger denke ich, dass der Druck am höchsten ist, weil du jeden Tag irgendwie etwas Interessantes produzieren musst oder jeden zweiten Tag und dann versuchst du immer jeden perfekten Augenblick, der gerade im Moment passiert, du kannst dann nicht so wirklich hineinleben, sondern musst daran denken, dass du die Kamera auspackst, um dann diesen Moment einzufangen für deine Zuschauer. Nicht nur für deine Zuschauer, sondern auch, dass du letzten Endes Geld verdienst. Spätestens ab dem Video von Kelly Mrs. Vlog wurde zumindest häufiger über das Problem Burnout bei Influencern diskutiert. Ich bin ja nur in Berlin, um von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr 8 YouTube-Videos am Tag zu drehen. 4 Tage hintereinander. Um 2 Videos extra zu drehen, noch für meinen Kanal, ist ja nicht so, als ob mir die Ideen einfach in den Schoß fallen nach 6 Jahren. Nur um nach Hause zu kommen und festzustellen, dass ich Arschloch einfach diese scheiß Speicherkarte verloren habe. Und ich mir einfach stundenlang umsonst den Arsch aufgerissen habe. Dass Influencer halt eben auch Burnout haben können, dies aber Gesellschaft irgendwie nicht ganz akzeptiert wird, eben weil Influencer immer noch für viele kein Job ist oder kein richtiger Job ist. Ein zweites bekanntes Beispiel hier aus Deutschland, da fällt mir Sophia Thiel ein. Sie war Fitnessmodel, wenn ich mich nicht irre. Sie hat jedenfalls, sie wurde dadurch berühmt und daran erinnere ich mich auch, da war ich so 18. Sie hatte ziemlich viel abgenommen und hat dann auch andere zum Sport motiviert. Dann verschwand sie von der Plattform YouTube, Instagram, überall hat sich eine Auszeit genommen. Die Situation hat stattgefunden und es war so ein Gefühl, das kann ich ja schwer beschreiben, wie es, ob man plötzlich in ein schwarzes Loch ohne Boden fällt. Sie stand für Gesundheit auf ihrem Kanal und musste das auch repräsentieren, bis sie dann irgendwann an einem Punkt kam, wo sie nicht mehr konnte. Ständig von anderen beobachtet und bewertet zu werden, macht irgendwann irgendetwas mit dir. Sei es, dass du komplett abstumpfst und wirklich keine Gefühle mehr an dich ranlässt, was auch nicht gut ist, weil natürlich die Menschen in deinem Umfeld das dann auch irgendwann merken. Oder es kratzt dann halt total an deinem Selbstwertgefühl. Als Influencer lebst du quasi nur davon, bewertet und konsumiert zu werden, was auch nicht unbedingt ausschließt, dass es unter Influencern so eine Art Wettbewerbskämpfe gibt. Gerade der letzte Satz, Leute, ist besonders wichtig, wenn man mit potenziellen Firmen zusammenarbeiten will. Hier gilt die ganz einfache Regel, wer lukrative Markenangebote haben will, muss relevant sein und relevant bleiben auf der Plattform. Ja, es ist so, Firmen achten nur auf die Zahlen, was nicht unbedingt persönlich genommen werden sollte, auch wenn jeder Mensch sich nach sozialer Akzeptanz sehnt, gerade weil Firmen halt auch nur auf die Zahlen achten, kann das halt beim Influencer am Selbstwertgefühl kratzen. Aus erster Hand habe ich das selbst erfahren, dazu gerne ein Beispiel.
Eine Firma kam auf mich zu, schrieb mich an, wollte mit mir kooperieren. Ich habe denen meinen Preis genannt, was ich so erhalte. Meine Engagement Rate ist ziemlich gut auf Instagram. Jedenfalls hatte die Firma dann daraufhin versucht, mich um 60% um meinen genannten Preis zu drücken. Dann, nachdem ich die Nachricht gelesen habe, erstmal ein paar Tage nicht geantwortet, weil ich so ein bisschen drüber nachdenken musste, fand im Allgemeinen das Gegenangebot nicht wirklich fair, weil ich schon immer ziemlich faire Preise nenne. Jedenfalls kann ich euch sagen, in diesen paar Tagen, wo ich nicht geantwortet habe, hatte ich dann eine andere Influencerin mit wesentlich mehr Abonnenten gesehen, 100%ig die Beiträge von der Influencerin natürlich um einiges mehr teurer sind als meine, weil ich halt immer noch auf der Plattform auf Instagram ein Mikroinfluencer bin. Diese Influencerin hat dann für dieselbe Firma, die mich angefragt hat, Werbung gemacht, hat es auch als Werbung gekennzeichnet und so, dass es halt bezahlt ist. Und ich fand es ehrlich gesagt sehr amüsant, weil die Firma mir noch sagte, dass sie aufgrund der Covid-Situation ja gar nicht so viel bezahlen können. Also damit haben sie es entschuldigt. Das, was sie mir eigentlich gesagt haben, ist nicht, dass sie sich aufgrund von Covid mich nicht leisten können, sondern dass ich es ihnen nicht wert bin, mir den genannten Preis zu bezahlen. Und ich bin ehrlich zu euch, natürlich macht das mich sauer, weil ich mich von der Firma verarscht gefühlt habe. Das hatte jetzt nichts mit der anderen Influencerin zu tun. Es war für mich ehrlich gesagt auch eine neue Situation und ich musste erstmal mit der Situation klarkommen und mir selbst sagen, dass ich das nicht persönlich nehmen soll, sondern es ist halt letzten Endes Business, okay? Wann läuft ein Business fair ab? Wann? Und letzten Endes, Leute, geht es jedem Unternehmen nur um die Zahlen. Die scheißen darauf, ob es fair abläuft oder nicht. Keiner von denen interessiert sich wirklich für dich als Person, sondern es geht rein um deine Zahlen. Das ist quasi dein Lebenslauf, deine Views und deine Zahlen, deine Abonnentenzahlen und das war's. Und deswegen sollte man das auch nicht persönlich nehmen. Und um ehrlich zu sein, will ich schon mal eine Hand für ins Feuer legen, dass Influencer irgendwann wahrscheinlich auch an einen Punkt kommen, wo sie negative Gedanken haben, was den Job angeht. Auch wenn sie nach außen hin das perfekt inszenierte Bild abgeben. Niemand sieht wirklich, was hinter der Kulisse abläuft. Influencer versuchen natürlich nur, das Positive und das Schönste von ihrem Leben zu zeigen. Auch aus dem Grund, weil Menschen sowieso schon ihren stressigen Alltag hatten, kommen nach Hause, wollen so ein bisschen abschalten und schalten halt so ab, indem sie das Leben der anderen angucken. Es ist schon die Frage, okay, welcher Influencer macht da bitte Probleme öffentlich? Jeder hat seine Probleme, ist klar. Aber welcher macht sie öffentlich, zumal du halt einfach eine so große Angriffsfläche für Zuschauer bietest, weil da einfach so viele Meinungen zusammenkommen. Leute, ich sage euch, Fragen, mit denen sich Influencer beschäftigen. Was kommt danach? Wie lange kann ich andere unterhalten? Wie lange dauert es, bis es niemand mehr interessiert, was ich mache? Ich würde schon behaupten, dass auf Influencer heute ein größerer Druck herrscht als früher. Also ich meine mit der Anfangszeit quasi vom Internet. Ich weiß gar nicht, seit wann haben wir YouTube? 2005? 2004? Seit 2006 haben wir YouTube, oder nicht? Irgendwie sowas um den Dreh. Früher hat man nämlich irgendwie angefangen. Du hast irgendeine Kamera genommen, hast angefangen zu filmen. Die Qualität war miserabel, der Ton war miserabel, aber die Leute haben es trotzdem gefeiert. Und vor allem warst du, weil es halt auch nur damals eine einzige Videoplattform, nee, es gab zwei. MyVideo, erinnert sich jemand noch daran? Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Und YouTube. Und heute ist es so, du musst die beste Qualität haben, richtig guten Ton haben. Dann brauchst du noch diverse Social-Media-Kanäle. Es reicht nicht nur einen, okay? Es reicht nicht nur YouTube alleine. Machst du Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Oh Gott, es hört nicht mehr auf. Und wir wissen nicht, was in Zukunft noch alles dazukommen wird. Ach ja, und dabei dürfen wir nicht vergessen, dass diese Influencer auf allen Plattformen gleichzeitig am besten jedes Mal irgendwelchen Content hochladen müssen, damit der Algorithmus nicht gegen sie spielt, was dazu führt, dass sie das Handy ständig in der Hand haben, um immer up-to-date zu bleiben, um immer über ihr Leben zu posten und bla bla bla, was auch zu einem zwanghaften Verhalten führen kann. Wir können natürlich noch darüber sprechen, dass es im Internet Online-Mobbing gibt, Belästigungen, was natürlich auch eine Rolle spielt, wenn wir von Burnout sprechen. Wenn das auf erwachsene Influencer schon so einen großen Einfluss nehmen kann. Stellt euch jetzt mal vor, was mit diesen ganzen TikTok-Kids, was das für einen Einfluss auf sie nehmen kann. Es gibt auch genügend Studien, die zeigen, dass Einsamkeit und Depression durch Social Media verstärkt werden kann, durch die häufige Nutzung von Social Media. Was ich ehrlich gesagt denke, ist, dass Plattformen wie YouTube, Instagram und Co. auf jeden Fall Verantwortung übernehmen sollten, weil Creator quasi dazu gezwungen werden, viel Content hochzuladen, damit sie für den Algorithmus noch relevant bleiben. Es ist ja auch so, ich habe ja euch ja vorhin gesagt, dass die Wiedergabezeit ziemlich wichtig ist für Creator. Die Sache ist,
YouTube hat ja diese Monetarisierung vor etlichen Jahren eingeführt. Es gibt ja mittlerweile auch die überspringbaren Monetarisierungsanzeigen. Sobald ein Zuschauer die Anzeigen überspringt, dann geht das zu Kosten des Creators. Die Wiedergabezeit geht runter. Zum Schluss kann ich euch sagen, Leute, und ich bin mir ziemlich sicher, ich sehe es schon vor mir, ich kann es schon vor mir lesen. Ja, also dann können diese Influencer auch normal arbeiten gehen. Kann jeder machen. Jeder kann normal arbeiten gehen. Nur haltet euch bitte vor Augen, dass es in jedem Job stressig sein kann. Jeder Job hat seine Vor- und Nachteile. Es ist egal, ob du Arbeitnehmer bist oder selbstständig bist. Ich finde die Aussage ehrlich gesagt immer total daneben, weil man quasi den Job des anderen kleinreden möchte und sowas mag ich nicht. Das gilt im Übrigen nicht nur für dieses Influencer-Dasein, sondern auch, das ist mir auch schon so aufgefallen, als ich damals meine Ausbildung anfing und dann hatte ich mal mit jemandem geredet, der als Kfz-Mechatroniker gearbeitet hat und der mir halt gesagt hat, dass sein Job so viel anstrengender ist als meine und dass ich ja keine Ahnung hätte, wie anstrengend es ist und bla bla bla. Es gibt Berufe, die nicht nur körperlich anstrengend sind, sondern auch mental anstrengend sind oder sein können. Ich finde die Aussagen triggern im Allgemeinen. Wie in jedem Job gibt es halt seine Vor- und Nachteile und ich denke einfach, der größte Vorteil am Influencer sein ist, dass du deine Arbeitszeiten selbst bestimmen kannst und vor allem von überall aus arbeiten kannst. Persönlich denke schon, dass obwohl es so einen großen Druck gibt von diversen Plattformen, ist es gar nicht mal so schlecht, sich mal ab und zu eine Auszeit zu nehmen und einfach nochmal in sich zu gehen. Manchmal vergisst man nämlich in diesem ganzen Produzieren, Hochladen und etc. pp., warum man eigentlich damit angefangen hat. Man sagt ja nicht umsonst, finde etwas, was dir Spaß macht, dann musst du nie wieder arbeiten. Ich denke, sobald du an einer Sache den Spaß verlierst, dann fühlt sich das wirklich wie, es fühlt sich dann wahrscheinlich einfach qualvoll für einen an. Was denkt ihr, Leute? Denkt ihr, dass Influencer an Burnout leiden können? Ich freue mich auf eine nette und vor allem respektvolle Diskussionsrunde in den Kommentaren, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir sehr gerne einen Daumen hoch. Und wenn nicht, dann sehen wir uns auch ganz bald wieder zu meinem nächsten Video. Ciao.